Hallo zusammen, ich sitze hier in einem Interview mit Markus Dormann vom Schweizerischen Modellflugverband und ich habe mit ihm schon länger zu tun. Wir haben schon verschiedene Dinge zusammen gemacht und durchgeführt und als die Verschärfung des Batzels veröffentlicht wurde, habe ich mich ein bisschen erschrocken und gelinde ausgedrückt und habe direkt Markus angeschrieben und gefragt, hey, was soll das? Er hat mich immer wieder auf dem Laufenden gehalten, was eigentlich diskutiert wird und was da geht mit diesen Verschärfungen. Und das Dokument oder die Veröffentlichung des Batzel hat mich dann aus den Socken gehauen, denn da waren doch einige Dinge viel stärker formuliert, als ich das erwartet hatte. Markus und ich duzen uns, da wir uns schon länger kennen und schon zusammen dasselbe Hobby teilen und dieselben Interesse haben, nur damit ihr wisst, warum das so ist. Und du bist Mitglied bei der Delegation, die mit dem Batzel die Diskussion führt und diskutiert über die Übernahme der neuen europäischen Drohnenregulierung. Ist das richtig so, Markus? Ja, guten Tag, das ist richtig, ja. Und du vertrittst die Modellflieger aller Art in dieser Diskussion, also auch uns FPV- und Quadcopter-Piloten. Das ist auch korrekt, gell? Ja, also wichtig ist natürlich, dass der Schweizerische Modellflugverband eigentlich die Interessen sämtlicher Spektren von unserem schönen Hobby natürlich unterstützt. Da gehören auch die FPV dazu. Auch Nichtmitglieder natürlich wollen wir unterstützen. Wichtig ist einfach, dass unser schönes Hobby natürlich in der Schweiz weiterhin möglichst gut ausgeübt werden kann. Sei das nun der klassische Modellflug oder halt auch die FPV. Sehr gut. Ich würde jetzt gerne kurz über die Veröffentlichung des Batzels rübergehen und die paar Punkte, die ich zusammengetragen habe, vielleicht als Hintergrund. Ich habe mit verschiedenen Leuten aus der Community gesprochen. Ich habe auf Facebook Umfragen gemacht und auch im Discord-Server habe ich Leute gefragt, hey, was haltet ihr davon, was stört euch oder über was stolpert ihr, wenn ihr das lest? Und ich habe die Dinge zusammengetragen und bin froh, wenn du mir jetzt kurz mal das erläutern kannst, was denn da eigentlich genau wirklich gemeint ist oder wie schlimm das wird und so weiter. Also zum ersten Punkt, muss ich ab Juni 2020 registrieren und eine Online-Prüfung absolvieren. Es geht hier um die Piloten. Heißt das, dass wenn ein Kollege das Hobby ausprobieren möchte, er nur fliegen darf, wenn er zuerst die Online-Prüfung besteht und sich registriert hat? Oder werde ich, wenn ich mich verantwortlich zeige und meinen Kollegen in das Hobby einführen will, darf der dann mit mir fliegen? Wie wird das sein in Zukunft? Ja, also grundsätzlich muss man noch vorausschicken, dass, wie auf der Pressemitteilung zu entnehmen ist, dass das Batzel eigentlich mit der Umsetzung diese Regel der Europäischen Union eigentlich begonnen hat. Gewisse Punkte sind natürlich fix in der eigentlichen Ausgestaltung, gewisse Punkte können länderspezifisch ausgestaltet werden. Aber grundsätzlich ist natürlich diese Registrierungspflicht und auch die Online-Prüfung ab Juni 2020 obligatorisch, das steht eigentlich fest. Wie das dann genau aussieht, also inhaltlich diese Online-Prüfung, das ist sicher noch Gegenstand der Entwicklung im Batzel. Aber zu deiner Frage, also grundsätzlich sehe ich das natürlich so, dass sicher eben die Registrierung da sein muss und auch diese Online-Prüfung absolviert sein muss. Und sonst hat man diese Voraussetzungen, um diese Drohne zu fliegen, eben nicht erfüllt. Oder? Also auch, klar, es ist natürlich zu hoffen, dass das alles mit einem gewissen Augenmaß natürlich über die Bühne gehen kann, aber grundsätzlich ist davon auszugehen, dass jeder Pilot also eine Online-Prüfung zu absolvieren hat. Es geht ja auch darum, dass man auch sieht, dass auch wenn jetzt das jemand nur ausprobieren will, dass der halt informiert worden ist, sich damit auseinandergesetzt hat und erst dann halt in die Lüfte geht, oder? Und das ist eigentlich auch zu wünschen, dass man sich, es geht ja um den Nachweis, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, bei dieser Prüfung und die Regeln ein bisschen kennt. Und von dem her sehe ich das eigentlich nicht sehr negativ. Das wird auch nicht eine sehr komplizierte Prüfung sein, sondern das ist sicher
in nützlicher Frist möglich, oder? Okay. Also Schnuppertage sind dann eigentlich illegal, wenn man das jetzt böse sagen möchte, ist das dann eigentlich schwierig, denn wenn einer nicht zuerst die Prüfung gemacht hat, darf der ja nicht fliegen. Ja, illegal, es ist eine Voraussetzung, es gibt ja eben diese Ausnahme, wir kommen später darauf zu sprechen, also in der Ausübung unseres Hobbys im Rahmen von Vereinen und Verbänden, man muss dann halt wahrscheinlich die entsprechenden Rahmenbedingungen bei Schnuppertagen suchen und finden, das ist sicher möglich mit Vereinen zusammen und dann ist das natürlich kein Problem, so Schnuppertage umzusetzen. Und man hat dann eben auch die nötige Infrastruktur und das nötige Know-how von Profis, die Neulinge einweisen können. Oder auch hier wieder als Hintergedanke, wichtig ist sicherzustellen, dass jeder, der eine Drohne fliegt, ein gewisses Grundverständnis, Grundkenntnis hat. Oder? Ja. Aber die Definition ist zwar klar Drohnen, aber wenn wir, also vielleicht wissen das nicht alle, die das Video schauen, das zählt alles auch komplett für den Modellflug, für den klassischen Modellflug mit Flugzeugen mit Flügeln, gell? Richtig. Also die Regeln unterscheiden eigentlich nicht zwischen jetzt klassischen Modellfliegen und einem Drohne, einem Quadcopter. Es geht einfach um ferngesteuerte Luftmittel, sogenannte UAVs oder Unmanned Aircraft Vehicles. Ja. Fallen eigentlich alle in den Topf. Auch wenn man natürlich im Volksmund weiß, was mit einer Drohne gemeint ist und einem klassischen Modellflug. Aber definitionsmäßig macht dies keinen Unterschied. Ja. Es ist auch fast nicht möglich. Ich wüsste nicht, wie man das definieren sollte, denn es gibt eigentlich alle Zwischendinge technisch von Anzahl Motoren über mit und ohne Flügel, es gibt da keine klare Grenze, es gibt eigentlich alles dazwischen auch. Dann, ich sehe das technisch absolut, dass man das nicht einfach unterscheiden kann, aber für viele Leute, glaube ich, ist nicht ganz klar, dass der Begriff Drohne, wenn es um Gesetze und Ähnliches geht, auch immer automatisch den Modellflug einschließt. Und ich glaube, das ist schon noch wichtig auch zu wissen. Ja, ist halt eben schwierig, wie du sagst, mit der Definition. Es gibt natürlich Ansätze, man kann da schon diskutieren, aber man hat jetzt eigentlich einen sogenannten risikobasierten Ansatz getroffen. Das ist eine Möglichkeit und das wurde jetzt so entschieden und jetzt gehen wir damit um. Okay, gut, dann geh ich zum nächsten Abschnitt. Wie bis anhin muss die Drohne mit im direkten Sichtkontakt betrieben werden. Heißt das immer noch, dass immer noch die gleichen Regeln gelten für FPV wie vorher, dass wir einen Spotter brauchen oder können sich zum Beispiel mehrere Personen einen Spotter teilen? Das wäre auch eine gute Sache. Die Idee ist ja rein technisch gesehen, dass eigentlich der Spotter, so wurde mir das mal erklärt, dass der Spotter eingreifen kann, wenn etwas nicht stimmt. Das ist aber technisch relativ schwierig. Bei einem 3D-Flugzeug kann auch nicht einfach einer den Schaltknüppel übernehmen und das dann sauber landen. Es geht ja da mehr um zu sehen, wenn jetzt ein Helikopter kommt, der da notlanden will oder was auch immer. Solche Dinge. Gibt es da eine Veränderung? Ja, also ich gehe davon aus, dass das so bestehen bleibt. Also Sichtkontakt ist sicher ein wichtiges Thema und auch, dass ein Spotter einem Piloten zugeteilt werden muss. Ich gehe davon aus, dass das so bleibt. Oder einfach, dass jemand sich auf einen Piloten konzentriert, finde ich persönlich auch sehr vernünftig. Klar kann man diskutieren, inwiefern dieser dann tatsächlich eingreifen kann, aber wichtig, wie du sagst, ist auch die Umgebung abzuklären, auf Gefahren hinzuweisen, weil der FPV-Pilot ist dann doch in seiner Brille, sage ich mal, eingeschränkt, mit ein bisschen Scheuklappen, sieht nicht, was links und rechts läuft. Und der Spotter hat dann einen größeren Überblick und das kann sicher viele Gefahren abwenden. Also ich gehe da davon aus, dass das sicher so bestehen bleibt. Okay, es klingt so, als wäre das noch nicht 100% in Stein gemeißelt. Ja, also das Batzen hat ja eigentlich erst begonnen mit der Umsetzung und der konkreten Ausgestaltung. Es wird ja eigentlich eine neue VLK, eine neue gesetzliche Verordnung geben. Und was jetzt da konkret der Entwicklungsstand ist diesbezüglich, da kann man noch nicht von einem definitiven Resultat ausgehen. Oder? Okay.
Gut, dann zum nächsten. Drohnen müssen gewisse industrielle Standards erfüllen und erhalten dafür ein CE-Siegel. Das war der, so ist das wirklich im Artikel geschrieben. Das stimmt, glaube ich, so nicht ganz, denn wenn man das so wirklich interpretieren würde, heißt das, dass Do-it-yourself-Drohnen eigentlich komplett nicht mehr zu fliegen sind, sozusagen. Und aus der Community habe ich dann auch Fragen gehabt in die Richtung von, ja, wenn ich dann eine Drohne aus CE-zertifizierten Teilen baue, ist die dann legal? Oder ich hatte sogar jemanden gelesen, ja, CE-Siegel, das kann ja ein Polizist dann sowieso nicht überprüfen. Ich kaufe mir bei AliExpress einen Bogen CE-Siegel, klebe die auf alle Teile und sage, Drohne ist zertifiziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ziehen würde. Oder kann man irgendwo seine eigene Drohne CE zertifizieren lassen? Ja, also grundsätzlich sind diese CE-Anforderungen eigentlich gedacht als Vorgabe für die Industrie, für die Fertigdrohnen etc. Bei den Eigenbauten muss eigentlich keine Zertifizierung erzielt werden, erreicht werden. Hier gelten auch die normalen Regeln der Open-Kategorie, und zwar der Unterkategorie A3. Also, das Flugzeug muss weit weg von Personen sein, in einer Region, wo man keine involvierten Personen erwartet, sicher entfernt von Städten und auch natürlich die Registrierung und den Online-Test. Es kann sein, dass bei gewissen Einsatzgebieten, in der Nähe von Flughäfen etc., gewisse Anforderungen dazukommen, Geofencing, elektronische Identifikation etc. Aber grundsätzlich ist die Zertifizierung nicht nötig bei Eigenbauten. Okay, sehr gut. Also soweit ich weiß, kann man das eigentlich auch. Es kostet viel Geld, etwas CE-zertifiziert zu Ja, da lassen. hast du privat keine Chance, Das kannst du natürlich. vergessen, genau. Das ist teuer. Genau. Okay, du hast von den Kategorien gesprochen. Gibt es da schon eine offizielle Tabelle oder etwas Ähnliches, das verlässlich ist? Ich habe da widersprüchliche Quellen, Internet, Facebook, teilweise Angaben, die sich wirklich widersprochen haben, und ich weiß nicht, ob ich irgendwo irgendwelche offiziellen, richtig definierten gesehen habe. Gibt es das schon? Hast du da etwas, das ich dann den Leuten einblenden kann? Ja, also offizielle Tabellen in dem Sinn gibt es in dem Sinn nicht. Es gibt natürlich verschiedene Verbände und sonstige Organisationen, die das aufgezeigt haben. Das sind aber nicht in dem Sinne offizielle Tabellen. Aber es gibt natürlich diese Aufteilung in diese CE-Kategorien. Das ist dann vor allem eigentlich C0 bis C4 und halt eben die Unterkategorien der Kategorie, der Open-Kategorie A1 bis 3. Das sind die maßgeblichen Tabellen. Ja. Ich kann dir natürlich unsere Tabelle zur Verfügung stellen, aber das ist auch natürlich unter dem Vorbehalt des heutigen Standes Das ist zu immer noch Work in Progress, bis das offiziell Progress, ist. genau, natürlich, ja. Aber es ist wahrscheinlich für die Schweiz das, was am realistischsten ist, besser als die aus Ja, also die Russland oder. Kategorien, die stehen natürlich fest, oder? Aber es gibt halt innerhalb dann einen Gestaltungsspielraum, der eben den Mitgliedstaaten der EU und der Schweiz zugestanden worden ist im Rahmen dieser Regelung. Und diese Ausgestaltung, das ist jetzt halt eben Gegenstand beim Batzel, wie das genau umgesetzt wird, oder? Gewisse Punkte. Gewisse Punkte sind klar, gewisse weniger klar. Und da ist jetzt sicher noch mal viel Arbeit vor den Behörden und vor uns natürlich auch, ja. Ja, sehr gut. Okay. Dann der nächste Punkt, ging es um das Mindestalter, das auf 16 gestellt wird. Und da frage ich mich eigentlich genau dasselbe wie vorhin mit ob ich einen Piloten fliegen kann, lassen kann. Und da hat die EU den Ländern ja auch eingeräumt, das bis auf 12 runterzusetzen, wenn möglich. Ist das so, dass Leute unter 16 nicht mehr Drohnen fliegen dürfen? Oder Flugzeuge? Also eben, auch da muss man natürlich den entscheidenden Batzel überlassen, aber ich gehe auch da davon aus, dass man das möglichst etwas runtersetzt. 16 Jahre ist mir persönlich zu spät, da ist man schon natürlich ein junger Erwachsener. Finde ich auch, ja. Also gerade in einem solchen Hobby sollte man früher natürlich auch Praxiserfahrung machen können, oder? Da ist natürlich auch 12 schon meines Erachtens zu spät. Schon Aber entschuldige. ja,
Ich gehe davon aus, dass das in der Schweiz da ein Mindestalter von 12 kommen wird, aber das ist nicht unsere Entscheidung. Ich würde es schon auch begrüßen, denn wenn man weltweit auf die Drone Racing Wettbewerbe schaut und die 16-Jährigen den 22-Jährigen schon um die Ohren fliegen, dann würden wir uns als Land quasi disqualifizieren, denn die besten Piloten sind in den allermeisten Fällen die wirklich jungen Leute. Das wäre schon nur von daher nicht so optimal, sage ich jetzt mal. Genau. Und dann der nächste Punkt war. Das Interview besteht aus 4 Teilen. Weiter geht es im 2. Betrieben werden, außer sie sind mit einer Kamera ausgerüstet. Und dazu kam.